Na gut, doch, eine mache herzlich ich doch noch. Herzlich willkommen zu unserer Forest-Zeit. Herzlich willkommen zur Forest-Zeit. Doing, doing. Und damit wieder willkommen zurück bei The Forest. Ja, habt ihr gewusst? Von mir auch ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play The Forest, der Multiplayer-Mod. Wir sind immer noch in derselben Formation und gestalten jetzt den anbrechenden Tag. Habt ihr schon mal gewusst, dass es von The Forest auch einen Film gab? Gibt? Echt? Cool. Hat aber leider nicht mit dem, was wir hier machen, nichts zu tun. Ich sehe gerade. Ja, natürlich. Unser Häuschen ist fertig, ich gehe mal speichern. Wo? Welches Häuschen? Wo? Doch, das kleine Zelt hier. Das Speicherhäuschen ist fertig. Ja, da war gerade ein Lurch. Hä, wo denn? Hier, wo ich stehe. In die Richtung. Ah, oh, schön. Oh, perfekt. Gott sei Dank. Genau, weil ich wollte unbedingt hier dieses Haus hier fertig kriegen. So, musste der Karren jetzt voll sein? Den hab ich. Wo bist du? Hier, ich stehe. Oh, nee, nicht. Ich seh dich. Ja, muss der voll sein. Oh, ich bin eine Murmel, ehrlich. Warte, ich schieb den noch kurz weg und dann machen wir den. Den Wagen hier gebe ich frei, den kann einer machen. Der sitzt, so, der Vogel hier noch auf der Bank. Ja, ich gehe jetzt was. Also. Bist du soweit? Moment, noch Schwarzbild. Jetzt. So, einen Moment. Hier ist irgendwo wieder Besuch. Er schlagt sie mit Raumstämmen. Nee, aber bei so Riesenvorkommen, da kannst du das nicht machen, den ganzen Wald dafür abholzen, Nee, das geht wirklich nicht. Wir machen das jetzt nur für die Naturschützer. Für die Naturschützer, ja. Genau. Damit wir nicht so viel abholzen müssen. Aua, du Fettsack, ey. Wieso bist du so stark, du Krumpen. Ach, Schnauze, ehrlich. Felix und Schreie, aber Muschiklaus ist unterwegs. Was? Ich bin auch gleich tot, oh mein Gott! Aber nicht bei uns. Doch, der rennt mir gerade hinterher. Hilfe, hier sind drei Leute. Oh mein Gott, das ist Muschiklaus! Und Galoppo heilt aber auch! Erzähl mir doch keinen Scheiß! Jetzt kommen alle! Sehr schön, ja. Wir sind geschützt. Oh mein Gott! Da ist noch Muschiklaus! Was? Abreißbirne! Du darfst wieder reinkommen. Hilfe! Der löst dich aus. Der Doss ist wieder da. Ja, schnell! Waffe! Ja, ich hab Muschiklaus gerade neben mir gesehen. Galoppo Heinz ist auch unterwegs. Lass mal kurz eine rauchen oder dann verkaufen. Ah, Mann, ich bin gleich tot, scheiße, alle Hilfe! Alle ins Wasser rennen, alle ins Wasser. Ich seh gar nichts, ich bin hier tot. Gleich. Wo bist du denn? Holy, komm mir entgegen! Oh, ey, ich hab hier gerade Galoppo Heinz bei mir. Oh, ich bin tot. Kann mich einer retten? Ich warte mal, ich muss einmal ganz schnell. Ganz kurz, wo liegst du denn? Ich wollte gerade eine aufnehmen. Da, wo der Totenkopf ist. Ach, kacke. Na, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, bis der Totenkopf voll ist. Nee, ich muss erst ins Wasser, sorry. DJ Dorz, da ist gerade Galoppo Heinz links von dir. Ich sehe Muschiklaus. Das ist nicht Muschiklaus, das ist Galoppo Heinz. Mir ist das egal, wer das ist, ich kriege ein bisschen Panik gerade. Alle ins Wasser, der kann nicht rein, der traut sich dann, das ist nett. Holi, kannst du mich mal ganz kurz beschützen irgendwie in irgendeiner Art und Weise, ich mal meine Aufnahme starten? In dem Wasser bist du, kommt der eh nicht zu dir ran. Digga, wir haben gerade andere Probleme. Ah, da hat mich jemand gerettet, dankeschön. Ja, aber... schon wieder tot. Oh mein Gott. Ah, die Muschi ist da. Die Muschi ist da. Ja, nur leider nicht die Muschi, die ich will. Dann, Philipp, alle ins Wasser rein, wo wir gerade sind. Ja, es geht gerade nicht. Ich bin gleich schon wieder tot, wenn es so weitergeht. Ich habe auch keine Medikamente mehr. Mach Zickzack rein, Zickzack rein, Zickzack. Ich habe keine Medikamente mehr, scheiße. Ich bin tot. Und da unten ist ja noch einer. Ich bin wieder tot. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Habe ich gerade Lachs, Moment. Warum ist denn der so hässlich? Weil es ein Mutant ist, der ist hässlich.
Ich hoffe mal, dass er mich jetzt nicht entdeckt, weil dann versuche ich mal zum Philipp zu gelangen. Naja, du bist aber ganz schön schnell, ne? Vorsack von wegen, ey! Oh, der hat mich jetzt fast gekriegt. Oh mein Gott! Sieht aus wie so ein Pferd, ne? Geh nicht zu dicht ans Ufer. Komm zu mir her. Das sind ja zwei. Oh, das Schild ist halt. Ach, Multiglas und. Ach, können wir die abfackeln? Ja, die fackeln sehr gut. Mein Schädel ist halb voll. Wie kann ich, wie kann ich mich denn jetzt im Wasser ausrüsten, um ihn zu verletzen? Es sind vier Stück um dich rum, deswegen geht das gerade so schlecht. Na, notfalls sterbe ich auch einfach. Da kommt jetzt Wasser, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, lockt ihn ins Wasser, die können nicht schwimmen, die saufen, wenn sie zu tief ins Wasser gehen. Deswegen versuche ich Muschiklaus hierher zu locken. Ja, der andere, was macht der denn jetzt da hinten? Muschiklaus hat sich aufgelöst. Nee, der hinten, der hockt da hinten an der Steinwand. Die schießen die ganze Zeit ab hier. Ja, ich versuche mal abzulenken, ihr schießt ab oder sowas in der Richtung. Der tanzt so lustig. Der müsste eigentlich, dürfte eigentlich nicht mehr viel aushalten. Oh! Oh! Ja, was soll ich denn? Ja, er ist ersoffen. Yes! Ja, er ist weg. Aber ich wollte gerne Sachen von ihm haben. Den kriegst oh, du Leute, von dem kriegst du nichts. Das tut mir natürlich furchtbar leid, dass wir jetzt hier in 6 Frames rumhampeln, aber ich hoffe, dass die... Ich komm zu Schaller. Dass das gleich wieder normal ist. Ah, hier sind Babys, aufpassen, nicht von den Babys geklatscht werden. Ich brauche dringend Medikamente. Ohne Medikamente läuft hier gar nichts mehr, ehrlich. Ich habe in meinem Rucksack habe ich noch 2, glaube ich. Also bei mir teleportiert sich hier gerade ein Ureinwohner. Wo kommen denn die Viecher hierher, ehrlich? Aua, Mann, du hässliches Kind. Ich habe einen Schuh neben mir, juhu. Wir waren gerade noch 4 Stück vor. Muschiklaus kommt zu euch hoch. Ah! Oh, tschüss, ich gehe ins Wasser. Du bist so hässlich, Junge. Das weiß ich, das musst du mir nicht extra sagen. Nicht du, Mann! Also ich weiß nicht, ich bin gerade sehr schwer, stark verzweifelt. Ich weiß noch nicht, wie... Komm zu dir, ich geb dir Medizin. Sind die immer noch bei uns im Nest drin? Danke sehr. Ja, könnte man so sagen. Für den Fall der Fälle. Okay, dann werde ich jetzt versuchen weiter zu... Wo ist jetzt dieses Kumpelding, was noch da ist? Die Muschi oder wer auch immer das Muschi war? Muschi Klaus ist hier oben. Hier oben, ich sehe ihn gerade. Hallo Muschi Klaus. Ja, komm mal hier. Ja, fein, komm. Bei Fuß. Ja, komm. Ja, fein. Oh! Ja, fein, Beifuß, der kommt fein. Nee, der hat's, glaube ich, auf mich abgesehen. Zum Glück habe ich eine Brandpfeile gemacht. Die ist weg. Wer ist weg? Muschi Klaus ist tot. Ich kann meinen Rucksack nicht sehen, scheiße. Sieht schon ein bisschen eklig aus, ne? Weißt du was? Jetzt, wo du da schon mal liegst, du hässliche Kackwurst. Kann man den verteilen? Na, sprengen kannst du, wenn's böse. Wo ist denn mein fucking Rucksack hin, sag mal? Mistviech, ehrlich. Du lagst hier irgendwo. Da unten sind schon wieder Ureinwohner. Oh Mann, jetzt langsam nerven die. Einen habe ich mit dem Pfeil erwischt. Wow! Oh,
Ja, ich treffe ihn noch nicht, aber wirklich genau. Ja, wo ich ihn treffen müsste. Einer ist weniger. Oh, ich sehe nichts mehr, ich hab hier Angst, Mann. Ich höre die ganze Zeit Babys. Ja, hier hinter dir. Aufpassen, von denen nicht klatschen, weil die hauen die Hälfte von euren Leben weg. Beschützen mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz. Achso. Ich hab das Baby schon tot. Das Kuriose ist ja, mein Totenkopf wird mir auch gar nicht mehr angezeigt. Weißt du noch, wo du gestorben bist? Ja, naja, ich folge dem Totenkopf, aber ich habe meine Stelle schon gefunden. Ich habe einen Rucksack, alles klar. Oh, ich war so panisch gerade. Alles wieder da. So, ich habe noch 3 Medikamente, Titan. Ich habe nur noch eins. Also, das habe ich jetzt von Holy bekommen, aber ich bin trotzdem angeschlagen. Teil, komm mal kurz zu mir, ja? Na, warte, ich gebe dir erstmal eins von mir. Dann kannst du dir dann noch was von ihm holen. Wo bist du? Ach, da. Was mache ich damit? Heilen, das ist Medizin. Ach so. Dankeschön. Hier. Chai? Oh, vielen, vielen Dank. Oh, ihr seid so gut zu mir. Danke sehr. Kein Problem. Oh Gott, wo ist eigentlich Schaller, ey? Hier, ich renn doch hier rum. Ihr kämpft gegen die anderen Viecher. Ja? Hä? Nee. Ich bin doch hier, ich renne hier mit den Holzstämmen hin und her. Ich auch. So, jetzt bitte alle nochmal einmal speichern. Wenn wir schon in der Nähe sind. Ja, stimmt. Ja. Oh, gute Idee, ehrlich. Bam. Oh. Soll ich euch was sagen? Na? Mhm. Das kann auch schlimmer werden. Ach, halt die Klappe, ich möchte das gar nicht wissen. Das, was ihr gesehen habt, war ein Witz zu dem, was bei mir im Stream los war. Boah. Weil ja, ich hab auch gesehen. Da kam nämlich eine Gruppe in dem Form kommen von den 2 Galoppo-Heinzel, dann zweimal den Muschi-Klaus und zweimal so ganz dicke Supermutanten. Was sollen wir nochmal? Wie bitte? Also ich finde, wenn das Gröbste hier steht, ne, dann würde ich mich freuen, wenn wir nochmal irgendwo Medikamente für mich besorgen könnten. Ja, du kannst das zum Flugzeug zurückgehen. Das brauchst du was? Brauchst du was? Nein, jetzt habe ich noch, aber ich würde trotzdem gerne meinen. Hier ist Muschi-Klaus. Hier ist Muschi-Klaus, hier wo ich bin. Boah, Digga, was hat er denn für ein Problem? Nicht so drauf zustimmen auf das Viech. Das merke ich auch gerade. Wir haben ja keine. Da. Wieso kann der den Stein hochklettern? Was hat er für eine unfaire Kacke? Der kann auch springen, wenn er will. Toll. Das ist natürlich eine krasse Sache. Ja komm, konzentrier dich auf mich. Sei ein braver Muschi-Klaus. Jawohl. Sehr schön. Achtung, Baby! Oh, Baby, Baby, Baby! Wo? Oh. Vor dir, vor dir, vor dir. Ist tot. Boah. Alter Schwede. Da unten ist noch eins hier. Das sieht ja süß aus. Titi, wir haben ein Kind bekommen. Das sind mehrere. Was? Aufpassen. Was? Au! Entschuldigung. Bin fast down. Ja, noch ein paar. Hier oben ist noch eins, hier oben ist noch eins. Wo denn? Oder? Hier, bei mir, bei mir, bei mir. Da oben, da, genau da, da. Ach da, so, da vorne, da Flo, vorne. Bitte nenn mich nicht Titi, ja? Wie denn dann? Hi. Okay, Tai. Weißt du warum? Warum? Titi hört sich komisch an. Ja. Titi klingt voll süß. Nein, das klingt ekelhaft. Krieg ich Allergie. Titi hört sich irgendwie so ein bisschen an wie Titte. Das ist scheiße. So, stimmt auch wieder. Löst man sich Liebe. Sicherlich ist sie eine sehr attraktive Frau, oder? Ne? Keine Ahnung, ich guck mich selbst nie an. Nein. Oh, ist das ein Fettsack hier? Nee. So. Denke mal zu mir, Titan. Denke mal zu mir. Ich werde erstmal ins Wasser gehen unten. Bin total voller Blut. Lenk ihn mal hierher. Na, ja, gut. Na, Gott sei Dank.
Es wird langsam ein bisschen ekelhaft. Ja, ja, aber es ist okay. Noch ist es okay. So, jetzt mache ich mal hier Baumstämme wieder. Mhm. Warum lachst du wer, da jetzt wer so? Wer lacht sich da gerade ein wenig? Schala. Schala. Hä? Ich spiele mit dem Vieh. Mit dem Toten. Hier ist noch der andere Baden. So, ich mach mal den Wagen hier voll. Nein. The forest, Muschi Klaus, fuck you, freedom is the only way, yeah. Muschi Klaus ist ein Arsch. Und Galoppelheinz. Ich geb dir 20 Euro, ich geb dir mein YouTube-Money, wenn du aufhörst zu singen. Nein. Dann erst recht nicht. 80% kannst du für dich behalten. Genau. 80%. Freu mich in meines Lebens, ey. Ich würde euch ja gerne sagen, wie viel ich schon verdient habe mit den Videos, aber das darf ich ja nicht sagen. Oh ne, bitte nicht. Ich glaube, mit den Videos, wo du verdienst hast, kriegst du höchstens einen Döner und einen halben Zahn. Ja. Ja, ja. Ich habe letztens einen auf Facebook gesehen, der hat 29.000 User, hat irgendwas über 150.000 Views und hat 0 Cent erarbeitet und hat ernsthaft gefragt, warum er kein Geld verdient. Er hat sich nicht monetarisiert? Doch, hat er. Hä? Oh. Was er gepostet hat, war Urheberrechtscontent. Mhm. Also da hat der Urheber dran verdient, er aber nicht. Das hat er nicht verstanden. Und hat irgendeine, das war so eine englischsprachige Gruppe, und hat irgendeiner zu ihm gesagt, Digga, wenn du immer nur geklaute Sachen postest, brauchst du dich nicht wundern. Andere werden reicher durch dich. Mhm. Ich meine, 29.000 Follower haben ist nicht, oder Abos haben ist natürlich eine ordentliche Leistung. Aber wenn das nicht, wenn es tote Abonnenten sind. Richtig. Ja, naja gut, mit 150.000 Views hast oder so. Hast du mich gerade gehauen? Nein. Also es ging nur um das eine Video. Ich wollte einfach das Feuer anmachen und dann habe ich gesagt, nee, lass mal lieber. Aber ich weiß nicht, vorhin schon. Auf das Geld achten sollte man nicht. Ich meine, ich habe meinen Scheiß auch monetarisiert, einfach nur, damit ich überhaupt nebenbei so ein bisschen was habe, auf gut Glück. Aber ich nicht. Ich bin nicht so, dass ich jeden Tag gucken tue, wie viel Geld ich verdient habe. Das ist toller Blödsinn. Ich habe mit meinem alten Account, da hatte ich irgendwas um die 7000 Views bei 70 Abonnenten. Da habe ich 1,65 Euro verdient in 3 Monaten. Da lache ich drüber. Deswegen wird das. Wenn ich irgendwann mal 2 Millionen habe und so, dann. So, liebe Zuschauer, nur damit ihr wisst, ich monetarisiere nicht. Bei mir gibt es keine extra Werbung auf dem Kanal. Also, wenn ihr Lust habt, ich werde auch nicht monetarisieren. Ja. Ich mache das aus Freude und Liebe zum Spiel und zum Spaß. Also ich monetarisiere meinen Kanal, meine Freunde, und wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, dass ich das Geld habe, bessere Technik und bessere Spiele kaufen zu können, damit ich euch eine höher qualitative Unterhaltung bieten kann, dann abonniert mich und schaut meine Videos. Hey, komm, der war gut. Damit ich auch beim Let's Play. Ihr seid so doof, ey. Ich kauf mir bitte eine Packung Cola. Oh, Cola, ja, eine Cola hätte ich jetzt auch gerne. Oh komm, der war richtig gut gerade. Ich hätte gern Dr. Pepper jetzt. Oh ja, oh lecker. Oh lecker Schmecker. Oh lecker Schmecker. Oh lecker. Ah. Das Einzige, was ich anbieten könnte, wäre Alkohol. Nee. Ich habe hier gerade neben mir ein alkoholisches Getränk stehen. Ich habe. Ja, ich auch. Mir fällt nur nicht mehr ein, wie das Ding hieß. Ach, hier ist doch meine Apfelschorle. Achtung, wir haben wieder Besuch. Oh Mann, ey. Nicht schon wieder. Aber dann kann den Hügel rauf und runter. Ja, dann renn doch zurück. Ich mach mich mal vom Acker mit dem Schlitten. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Also ich muss ehrlich gestehen, ich war vorhin sehr panisch, als die Galoppelmuschis da waren. Ey, ich hab einen Trick herausgefunden. Ui. Na? Wenn wir auf der Bank sitzen, dann können die Mutanten uns nichts antun. Was? Das stimmt, ja. Ist wirklich so. Ja, dann können die Mutanten nichts machen. Dann bleib ich jetzt das ganze Spiel über nur noch auf der Bank sitzen und guck euch zu. Anti-Teammate. Sag mal, sitze ich gerade auf dir drauf? Warte mal, ich setze mich mal neben dir. Warte. Wir setzen Rücken an Rücken. Nee, neben mir geht nicht. Jetzt sitzt man nur irgendwie. Aber irgendwie sitze ich nie auf der Bank. Aber
was ich vorhin noch sagen wollte, da sind wir ein bisschen von abgekommen wegen dem Geld verdienen. Ja. Florian, du hast ja neben deinem Stream-Dingsbums, da hast du ja auch noch deinen DJ-Channel, ne? Damit verdienst du ja auch Geld, oder was? Richtig, genau, meine Seite und alles. Ja, das sind ja auch nicht gerade wenig Euros, die du da verdienst, ne? Nö, es ist nicht wenig, aber ich sag mal so, ich kann davon noch nicht leben. Naja, was heißt nicht davon leben? Für so einen Auftritt wirst du doch bestimmt ein paar hundert Euro verdienen, oder was? Wenn ich Auftritt habe, ja, dann habe ich meine dreistellige Zahl, aber jetzt so über das Internet komplett, davon kann ich auch nicht leben. Ja. Ich habe letztens zum Beispiel ein Let's Play gesehen von Gronkh. Da hatte er in der Folge davor gesagt, naja, übers Internet verdienen ist schwer. In der Folge danach hat er, ich glaube in 20 Minuten oder so, hat er fast 5000 Euro verdient, allein nur an Spenden auf Twitch, weißt du? Ja, also wenn wir schon mal mit Spenden sprechen, ne, damit ich mir auch noch eine bessere Grafikkarte leisten kann. Und in meiner Videobeschreibung ist der Donation-Link. Einfach mal raufklicken und mir 50 Cent spenden. Dankeschön. Wisst ihr was? Ich habe von euch allen den schlechtesten Rechner. Ja, ja. Der wahrscheinlich auch nicht mal mehr lange lebt. Aber dann ist das jetzt so. Und wisst ihr was? Hallo? Ich bin so froh, dass ich überhaupt was habe, womit ich aufnehmen kann. Oh, ehrlich. Hallo, ich habe nur 8 Kerne, das ist nix. Ich habe 16 Kerne. Ich habe einen Dulkor. Ich habe gar nichts, ich habe gar nichts. Ich habe mir letztens die 1070 gekauft, GTX. Und nachdem die 1080 gestorben ist? Oh nee, ja, was war da denn echt? Wie die 1080 gestorben? Na, du hast dir auch die 1080 geholt und dann ist doch dein Rechner abgeschmiert komplett. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mir erstmal helfen würdet, das Haus da unten erst fertig zu bauen, weil da fehlen jetzt nur noch 29 Stämme. Der ist aber, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, aus eigener Schuld abgeschmiert. Das lag nämlich daran, ich hatte, bevor ich die Grafikkarte eingebaut habe, wollte ich den Rechner sauber machen, ne? Weil der ein bisschen eingestaubt war und hatte den Keyboard abgebaut vom Prozessor. Ich hatte ja vorher einen ganz normalen Intel-Chipset, naja, nicht Chipset, sondern Intel-Prozessor und da ist Kühlerblock und Prozessor nicht so verbaut, dass die beide aneinander kleben. Bei AMD ist es aber so. Und hatte den Kühlerblock abgebaut zum sauber machen und da klebte der Prozessor. Und dann habe ich den Prozessorblock nicht mal eingesetzt gekriegt, weil ich das nicht gerafft habe, dass das der Prozessor ist, der am Kühlerblock hängt. Ja, toll. Und später erst dann durch den Fachmann, der mich darauf hingewiesen hat, wo das Problem ist, hab dann den Prozessor vom Block abgemacht und ihn auf die Platine wieder aufgesetzt, den Kühlerblock rauf und dann ging es auch wieder alles. Ja, aber schön, dass es wieder funktioniert. Nö, das Vieh. Ja, ich bin auch sehr glücklich drüber. Da kommt noch eine mit Taschenlampe. Hätte bei weitem schlimmer laufen können. Du sag mal, Philippe, was hältst du davon, wenn du einfach bei einem Stream live mit dabei bist? Aber was für ein Stream? Wenn du mal hier zu Besuch kommst ins Studio. Ja, gerne. Über was denn? Twitch. Nee, ich meine, welches Spiel? Ja, Twitch war mir klar. Verschiedene Horror-Games, Forest und so weiter. Ja, streamst du jetzt eigentlich noch? Nö, ja. Ich nehme Folge auf. Also, The Forest wäre tatsächlich so das absolute Minimum, das absolute Maximum an Horror, was ich vertrag. Ja, ich habe mir das auch mal angeguckt, was die Titan zum Beispiel spielt mit dem Dead by Daylight und sowas. Ist jetzt nicht ganz so der Knüller mit Gruseleffekt, aber... Dann guck dir mal bitte Dread Out an, ey. Hast du das geguckt von mir? Also, Dread Out, ja, habe ich. Ich hab's aber auch gleich wieder ausgemacht, bin ich ganz ehrlich, weil ich... Dread Out, hattest du Angst? Naja, ich mag so Gruselscheiß nicht, weil ich bin da immer so ein bisschen kindisch, weißt du? Ich hab auch Angst, wenn es dunkel ist. Ein bisschen. Ja, ich auch, aber. Sollen wir dann jetzt schlafen gehen? Ich weiß ja, dass es dunkel ist, weil Geister und Monster so blöd sind, da glaubt man als Erwachsener nicht dran, aber was so die dritte Dimension betrifft, was weiß ich, Geister und so ein Scheiß, ne? Das weiß man ja nicht. Es ist nie bewiesen worden, dass es das nicht gibt. Und irgendwo spinnt das Hirn dann so ein bisschen mit. Also ich habe meine Erfahrung gemacht mit, ich sag mal in Klammern, Geistern. Ich habe meine Erfahrung gemacht, ich weiß, woran ich glaube. Und ich weiß, dass es etwas gibt, was, wie soll ich das sagen? Also unwiederhergestellt ist. Ja, es gibt auf jeden Fall irgendwas, davon bin ich zu 100% überzeugt. Aber gerade deswegen... so Dread Out oder jetzt auch Layers of Fear mache ich ja auch gerade, nehme ich ja auch gerade auf. Morgen kommt die erste Folge davon. Ihr schaut aber erstmal auf meinen Kanal vorbei, ne, Leute? Und
Und das ist so etwas, das war, also das hat mich sehr, sehr bewegt. Also Dreadout war echt gut krass. Haus ist fertig. Perfekt. Sehr schön. Ihr werdet mich vielleicht für verrückt halten, aber ich gebe es ehrlich zu, ich habe nach meinem Empfinden habe ich im Himmel, als ich rauchen war, ein UFO gesehen. Ihr könnt mich für verrückt halten, ich halte daran fest, dass ich das gesehen habe. Ja, es war bestimmt nur eine Sternschnuppe oder so, das habe ich auch schon mal gehört. Ja, klar, aber ich denke daran, dass es ein UFO war. Und ich glaube auch an Aliens, gebe ich ehrlich zu. Weil wie meinst du das mit Rauchen? Ich meine, an Aliens würde ich auch glauben, weil allein das schon, deswegen schon, weil es dumm wäre zu glauben, dass wir die einzigen intelligenten Lebewesen im Universum sind. Hallo? Ich schieb's nämlich rum. Was war jetzt die Frage, was ich mit Rauchen meine? Wie, hast du einen geraucht oder was? Nein, er ja, war also man könnte es jetzt zweideutig sehen. Entweder ich war gerade von der Zigarette sehr benommen oder ich habe wirklich was genommen. Was aber ich von so einem Zeug nehme ich komplett die Finger weg. Ich wollte gerade sagen, keine macht den Drogen. Richtig, genau. Außer der Philippe. Hilfe! Ja, aber bei mir ist es ja nur sinnesverstärkendes Material, damit ich noch cooler drauf bin, als es eh schon. Was? Ich bin tot? Warum bin ich tot? Weil du ziemlich hochgeflogen bist. Warum? Weil der dich. Oh, da. Es wäre gut, keine wenn Ahnung. Ich einer. Auf jeden ich Fall muss ich wieder unbedingt was essen. Danke sehr. Vielen Dank. Ich habe erst 2 Medikamente gesammelt, obwohl ich hier schon haufenweise Koffer aufgemacht habe. Oh, Scheiße! Warte. Hier ist eine Höhle, ob ich da wohl rein darf? Wollte ich da reingehen? Kannst oder? Doch den armen Holy nicht hauen, du doofes Fido. Ich komm und hau ihn mit. Ich hab keine Medizin mehr, das ist das Geniale. Oh ja, dann würde ich sagen, sobald es hell ist, gehen wir los. Na, ich renne ja schon die ganze Zeit durch die Gegend und suche die Container, die ich auch schon ein paar gefunden habe. Aber das würde ich nicht im Dunkeln machen. Das ist zu spät. Naja, ich meine, wenn ich sterbe, dann laufe ich wieder zurück und hole meinen Koffer. Ne? So einfach ist das. Wer hat noch volles Life? Ich habe gerade volles Leben. Dann ich komm mal mit zu mir mit. Moment, ich will einmal kurz was essen. Will einer zu mir kommen? Ich mache mal eine Flare Gun hier. Moment. Flare Gun ist jetzt irrelevant. Sorry, wenn ich das sage. Nee, ich wollte einfach nur mal die Flare Gun. Ich habe mal Snickers gegessen. Holy, ich komme. Da war das Wort Nigger mit drin, das ist rassistisch, wenn du das sagst. Ich muss das jetzt gerade alles essen. Hau rein, dafür ist es da. Ja, jetzt habe ich nichts mehr. Komm. Haupt zum Hauptdorf im Dunkeln. Ach, du ahnst es nicht. Ich habe gesagt, ich möchte mit keiner Wanderung mitmachen. Ich wollte das jetzt nicht extra bezahlen. Du kriegst sie auch gratis. Ach so, na dann. Hat einer von euch mal Slenderman gespielt? Ja. Ich wollte es mal mit meiner Mutter spielen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich so ein Schisser bin, aber bei Slenderman habe ich gelacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja doch wirklich, am Anfang fand ich das gruselig so, ne, weil diese Bildeffekte und die Zettel sammeln und so, und dann waren wir in so einem Haus drin, ne? Und da kam der Slenderman, und da stand vor mir so eine Anzugsgestalt, also richtig mit einem Nadelstreifenanzug, mit Krawatte und hatte ewig lange Tentakelarme, da musste ich lachen. Da dachte ich mir, das soll gruselig sein oder was? Das sieht aus wie ein Geschäftsmann. Ja, ohne Scheiß. Ja, genau, das ist das Gruselige. Was soll denn daran gruselig sein, dass es ein Geschäftsmann ist? Ja, Versicherungsvertreter oder sonst irgendwas. Ich sehe ihn nicht. Pauli, ich sehe dich nicht. Ich hatte ihn bei der Höhle gesehen, den Slenderman. Warte, oh, Die sind gruselig, das stimmt ja. Geschäftsvertreter sind gruselig. Hast du recht. Nein, also ich hatte das mal meiner Mutter gezeigt und sie ist ja überhaupt nicht der Mensch, der Ahnung von Rechnern hat oder irgendwas, ne? Hä? Und sie fand das so toll, dass sie gesagt hat, sie möchte das mal mit mir spielen. Es kam leider nie dazu. Slenderman? Ist ja geil. Ja, aber ich werde das irgendwann mit dir nachholen und ich habe ihr gerade das Best-of von Dreadout gezeigt und sie konnte das irgendwie nicht so nachvollziehen oder verstehen, was da passiert ist. Ja. Hat einer von euch mal Stalker Call of Triviat gespielt? Nein. Laut. Also Stalker Call of Triviat, das ist die Zone rund um das Chernobyl Atomkraftwerk 1987. Das ist eine verstrahlte Zone, da leben Zombies und eben Stalker. Stalker sind Menschen, die da in die Zone eindringen und nach wertvollen Artefakten suchen, die Fähigkeiten des Menschen verändern. Apropos Höhle, ich müsste unten noch das Messer holen. Achso. Das war gerade in der Höhle von einer modernen Axt.
Naja, auf jeden Fall, da gab es so eine Szene, da musste man in so ein unterirdisches Labor und irgendwelche Dokumente besorgen. Du bist ganz alleine gewesen und das war auch ziemlich gruselig. Und auf einmal, also ich renne da so durch die ehemalige Speisekantine und auf einmal höre ich so in der Ferne so, ich denke, hey, ein kleines Kind kann doch hier gar nicht sein. Und dann bin ich weitergegangen und ich war immer so immer lauter so, das ist so ein kleines Kind, ne? Ich denke, scheiße, wo ist denn hier ein Kind? Dann renne ich so Tür zu Tür, um zu hören, von wo das Geräusch kommt, und vom Damenklo kam das. Dann habe ich die Tür aufgemacht und dann stand da so ein fetter Mutant mit riesigen Armen und riesigen Augen und riesigen Zähnen und hat nach mir gegriffen auf einmal. Der hat sich als Baby getan, so, ne? Das war gruselig, Digga. Da hatte ich, ich schwöre, Gänsehaut am ganzen Körper. Also ich habe selten so viel Angst gehabt wie in dem Moment, als ich die Tür aufgemacht habe, als der auf einmal vor mir stand. Ich glaube, jetzt wissen die meisten, warum ich hier runtergerannt bin. Dass hier unten Medizin gibt, nicht ein bisschen. Also das mit dem Jagen habe ich aber noch nicht so raus. Ich weiß gerade nicht, wo ich lang laufe. Doch in der Höhle drin? Jupp. Wir kommen gleich. Ich sehe euch nämlich nicht mehr. Guck mal runter. Nee, guck mal nicht runter. Ach, da seid ihr. Boah, ich bin voll rot, ey. Ich hatte so ein Sonnenbrandproblem. Also ich geb's auf, ich finde hier keine Medikamente mehr. Ja, liebe leider. Freunde, wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Oh. Eieiei. Ich geh speichern. Ja. Ich komm mit. Ich würde sagen, habt ihr Lust noch eine Folge aufzunehmen? Also ich bin auf jeden Fall dabei. Dann würde ich... Nee, ich mach Schluss. Du machst Schluss? Ja. Gut. Ich müsste eh noch speichern gehen und ich sag jetzt einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen. Holy, ich schieß schon wieder scharf. Murmel? Nein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss mich einmal retten. Der Typ will mich hier abknallen. Ich habe keine Munition mehr. Ach gut, da hat er mich ja froh. So, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal bei The Forest. Und wir, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was kommt, wer kommt, was für welche Wiese. Und. Nein. Dann sag ich mal adieu und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.